herzlich willkommen bei F&M TV. Meeting mal wieder unterwegs, diesmal vor der Augsburger Kletterhalle bzw. von der Baustelle dazu. Ich wollte ja denken, mal wieder zum Klettern gehen. Dummerweise hat der Laden immer noch dicht, es befindet sich immer noch im Umbau. Naja, Flughafen Berlin lässt grüßen. Bei der Gelegenheit haben wir gedacht, okay, packen wir mal schnell die Cam aus. Nehmen wir mal unterwegs das auf. Ich schaue mal, wie wir das nachher mit der Bearbeitung hinkriegen, dass wir da mal so ein paar Fragen einblenden, die wir heute mal beantworten. Das sind immer so, ich gehe mal heute mal auf die Kernfrage dieser Fragen ein, die mich immer wieder ganz einfach mal erreichen. Es geht um dieses Thema Kontaktaufnahme mit der Ex-Freundin, mit dem Ex-Freund nach Kontaktsperre etc. Und dazu gab es ja auch schon Videos, dazu habe ich ja schon auch ein bisschen was gesagt, da verstehe ich es nicht. Leute, guckt euch einfach diese Reihe dran. Die habe ich deswegen vor 2 Jahren damals ins Leben gerufen, damit man sich diese Infos da irgendwo mit rausholen kann. Ich habe es auch schon immer wieder an Gegenkommentaren oder auch mal beantwortet. Solche Dinge sind ganz einfach, was man da explizit jetzt macht. Wenn sie jetzt nächste Woche Geburtstag hat oder wenn da der Valentinstag jetzt ansteht, das ist alles irgendwo Coaching-Sache. Das ist deswegen Coaching-Sache auch, weil es ganz einfach bei jedem eine individuelle Geschichte ist. Du kannst hier nicht Mords jetzt hier den Nachrichtenkegel aufbauen, mit Mords den Spaßvogel raushängen lassen, wenn du sie vor 3 Wochen hier betrogen hast, mit mehreren Frauen vielleicht dann auch noch. Das ist eine blöde Idee. Ich gebe da ein bisschen Gratis-Content mal frei, so 1, 2 Tipps da mal. Sich befassen mit diesen Sachen. Ich blende es hier mal ein. Also wirklich, setze mich mal mit dieser Videoreihe auch mal auseinander, mit dem Video mal wirklich mal ansehen, sich da die Zeit dafür nehmen. Wenn man sich dafür nicht die Zeit nimmt, ja mein Gott, dann ist man es auch irgendwo nicht wert, dass man da irgendwie da an den Ex oder die Ex dran kommt. Weil es ist unglaublich, mit was sich die Menschen da draußen alles beschäftigen. Wow, Miley Cyrus lässt sich einen dritten Busen hin operieren. Wow, Justin Timberlake, sein Vater, schaut ihm zu beim Sex. Wie als ob das jetzt das Allerwichtigste auf der ganzen Welt wäre. Zu meinem Thema Persönlichkeitsentwicklung dann wird es dann plötzlich zu kompliziert. Ja, mach doch mal Facebook auf und diesen ganzen Scheiß. Grundsätzlich gilt, erstens, wenn du sie oder ihn anschreibst nach einer Kontaktsperrphase, mach's freundlich, mach's höflich, mach's freundlich, mach's nett. Allerdings bitte verzichte auf diese Ironien. Das habe ich auch immer wieder mal auf diversen Beraterseiten auch schon gesehen, mit so ironischen, saublöden Sprüchen. Das ist scheiße. Es ist aus dem Online-Gaming, aus dem Pickup-Stream da irgendwo auch raus. Kein Mensch, der checkt das irgendwo. Es sind so blöde Aussagen. Du kannst, wie ich es schon in dieser Videoreihe, in diesem Video explizit auch schon gesagt habe, keine Emotionen übertragen. Ein Witz kann sehr, sehr schnell falsch verstanden werden. Verzichte darauf. Und wenn du, es heißt immer wieder, du sollst ja nicht, Tipp Nummer 2, über die Beziehung das thematisieren und so weiter. Wenn sie oder er anfängt, über die Beziehung zu sprechen, da kann man schon zuhören, kann man darüber ruhig reden. Nur verzichte auf so Schuldzuweisungen und verzichte allerdings aber auch auf Schuldanerkenntnisse. Das ist auch sehr wichtig. Und was vielleicht noch wichtig wäre, das sage ich auch immer in diesen Videos dann auch, am besten schreiben vermeiden. Aber wenn ihr unbedingt schreiben wollt, dann schreibt meinetwegen, aber haltet euch nicht viel zu lange beim Schreiben auf. Immer, ich habe es damals in dieser Videoreihe gesagt, Leute, ihr müsst mit Exen telefonieren. Ich blende es nochmal unten auch ein, Link dazu, Playlist, einfach mal durchsehen die Videos und sich da mal vielleicht eventuell auch Gedanken darüber machen. Wenn jetzt da hier diese Kontaktsperrphase war und die beendet man und dann will man da in Kontakt treten. Und ich von meiner Seite wünsche euch auf jeden Fall so oder so, dass es auf jeden Fall klappt. Viel Glück, toi 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 und in diesem Sinne.